Ja, nix. Nützt ja nix. Wir haben... Wo könnten wir Feuersamen finden? Ja, ich weiß es nicht. Also ich schätze mal, dass wir da, das da finden hier, ne, wo wir, wo es leuchtet. Nur wie kriegen wir, wie kommen wir da hin? Ist halt die Frage. Da fliegt halt auch irgendwas, ne, aber vielleicht auch wieder mit Lumos oder so, wir müssen mal gucken. Man kommt auf jeden Fall von hier ein Stückchen weit rein. So. Ne, das funktioniert einfach nicht. Das können wir einfach vergessen. So, wo ist Ron? Ist noch da oben, hell. Gut, dann versuchen wir es nochmal mit Lumos. Ich weiß zwar nicht so genau, warum Lumos klappen sollte, aber ja, ich habe auch großartig keine andere Idee. Oder müssen wir mit seinen Schnabel hier hinfliegen und die fressen oder so? Tja. Was sollen wir hier tun? Ja, ist jetzt das Einzige, was ich nochmal ausprobieren würde, mit Seidenschnabel vielleicht. Dahin zu fliegen und die oben zu fressen oder so. Aber warum sollten wir dann Feuersamen bekommen? Macht halt auch irgendwie keinen Sinn, ne? Aber eine andere Idee habe ich gerade nicht. Bum, 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 bum. Wie können wir Billywigs fangen? Ich weiß. Achso, das sind Billywigs. Ja, das geht doch bestimmt mit Seidenschnabel, oder? Ja. Genau, so ging das nochmal. Wir probieren es einfach mal. Ob Seidenschnabel uns dabei helfen kann? Anders kann es ja eigentlich nicht gehen. Ein Billy. Ja, tatsächlich. Okay. Okay. Ja, wir sind an dem abgeprallt, habt ihr das gesehen? Wir sind doch voll gegen den geflogen. Fressen! Oh, wow, ey. Komm. Ah. Seidenschnabel. Fressi, fressi. Mein Gott, kann ich nur noch um Stunden handeln. Ist aber auch nicht so einfach. Ey, fress den doch! Hä? Wir sind schon wieder gegen den abgeprallt. The fuck? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Okay, das ist jetzt aber sehr merkwürdig. Ja, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Nein, 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 nein. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ach, weil er den noch im Mund hat, oder was? Okay, ich verstehe nicht so ganz. Da stand doch eins von drei, ne? Wir brauchen nur noch einen. Da
Okay, jetzt ging es schneller. Man prallt zuerst gegen den ab und danach frisst sein Schnabel den erst. Okay, und wir sind immer abgerutscht, komischerweise irgendwie. Sehr merkwürdig. Und wir bringen seinen Schnabel aber zurück in seinen Stall. Ansonsten ist ja doof. Ja gut. Danke, sein Schnabel. Gut gemacht. Nun, als nächstes müssen wir wohin? Feuersamen. Wo kriegen wir Feuersamen her? Gucken wir mal, ob das Spiel uns wieder anzeigt, wo wir jetzt hin können oder hin müssen für die Feuersamen. Wäre ganz schön, wenn es so wäre, weil ich habe absolut keine Ahnung, wo es sie geben soll. Aber bis jetzt, wie sie sehen, sehen sie nichts. Okay, dann gehen wir nach oben vielleicht. Ja, ja, man hat das sonst immer schon von ziemlich weit weg eigentlich gesehen, wo man hin musste für die Zutaten. Bim, 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 bim. Aber hier draußen ist halt voll kalt und schneit und so. Ich glaube nicht, dass es hier drin Feuersamen, hier draußen Feuersamen gibt, oder? Wollen wir noch einmal mit... Wo sind die anderen beiden? Naja. Wollen wir noch einmal mit Hagrid reden vielleicht? Einmal nur um zu gucken. Ach da. Boah, ich sehe schnell. Hui, Hermine. Einmal mit Hagrid reden. Vielleicht gibt er uns einen Tipp, aber der quatscht ja nur von seinen Schnabel eigentlich, ne? Ja, aber es ist ihm auch nicht zu verdenken ist. Das ist schon klar. Hey. Ignoriere mich nicht. Suchst du immer noch nach Feuersamen? Ja. Am anderen Ende des Schlosses steht ein brennender Busch. Du musst ihn einfrieren, um an die Samen zu kommen. Ein brennender Busch? Hier sind Büsche. Am anderen Ende des Schlosses, hat er gesagt, ne? Ron, findest du hier was? Nein, okay. Am anderen Ende des Schlosses ist ein brennender Busch. Den müssen wir einfrieren. Anderen Ende des Frosches. Nicht des Frosches, sondern des Schlosses. Und was heißt am anderen Ende? Geht es ja gut weg? Nee, da ist er. Wir haben doch gar keinen anderen Ausgang. Wir haben nur den einen Ausgang. Soweit ich weiß. Was quasselst du hier so lange mit mir rum? Geh schon, du hast bestimmt Interessanteres zu tun. Bestimmt. Na gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Gucken wir mal, ob wir da überhaupt, wie weit wir kommen und ob wir überhaupt da weiterkommen. Wenn wir nämlich nicht hier runterlaufen, sondern andere Seite. Am anderen Ende des Schlosses. Halte ich für ein Gerücht. Außer man kommt hier irgendwie weiter. Muss ja so sein, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Aber am anderen Ende des Schlosses hört sich schon sehr nach... Oh. Oh, oh. Ja, oder? Ne, 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 ne. Okay, hier schon mal nicht. Aber krass, dass man hier überhaupt so weit laufen kann. Aber hier ist noch ein Weg. Doch, es muss eigentlich hier lang sein. Ui. Ist ja noch viel mehr draußen, als ich zuerst angenommen habe. Cool. Gesundheit. Cool. Da muss hier irgendwo gleich der brennende Busch sein. Boah. Jetzt müssen wir uns aber einmal umsehen hier. Das ist ja schon cool. Hm.
Oh, wo kommen wir denn hier hin? Heiliger. Jetzt sehen wir uns noch mal ein bisschen um. Boah, cool. Das sieht jetzt mal in dem Teil hier auch endlich mal ein bisschen wirklich nach Hogwarts aus. Oh, geil, eine Truhe. Oh. Ja. Ja. Hätte ich auch gesagt. Na gut, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welche wir schon hatten und welche nicht, ne? Hm? So, hier war das. Vampire hatten wir schon. Klassische Tierwesen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, aber jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo wir das halt auch nicht mehr vorlesen können. Weil wir nicht mehr wissen, was hatten wir nicht. Nachher lesen wir was doppelt vor und das andere dann doch nicht und ist alles Quatsch. Alter! Aber hier, schade, dass hier draußen so keine anderen Schüler noch rumlaufen. Boah, aber es ist ja cool. Wie weit man hier noch kommt, aber wir wollen eigentlich unseren brennenden Busch nicht aus den Augen verlieren. Ja, komm. Oder? Aber irgendwie reizt es mich schon, sich hier einmal kurz umzusehen. Ja, genau deswegen auch. Ausgezeichnet. Na, da ist halt genau das Gleiche. Da weiß ich halt auch nicht, was wir jetzt schon hatten und was nicht. Wir sammeln die jetzt und ja, gut ist. Leider kriege ich nicht mehr zusammen, welche wir schon hatten und welche nicht. Dum, 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 dum. Und wer weiß, wenn wir jetzt hier so langlaufen, vielleicht finden wir auch zufällig irgendwo hier den brennenden Busch. Weil das ja theoretisch... Oh, hier müsste es runtergehen, wo zu dem Hafen, ne? Zu dem Dock müsste es hier runtergehen, oder? Oha, jetzt bin ich mal gespannt. Ein sehr bekannter Ort aus den späteren Harry Potter Teilen, ne? Ja. Sieht zwar ein bisschen anders aus wie in den Filmen, aber obwohl es geht. Ne, sieht okay aus. Sieht aber okay aus. Man erkennt auf jeden Fall, was es sein soll. Mega. Okay, da kommt man nicht rüber. So, ja, der Spaziergang, der muss dann aber auch mal sein. Schon irgendwie cool. Bam, bam, bam. Hallo, hallo, komm hier vorbei. So. Dim, 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 dim. Wir müssen natürlich schauen, wie wir wieder dahin kommen, wo wir herkamen. Eigentlich sollte es nicht so schwer sein, oder? So, wir kamen nämlich... Können wir das hier einfach aufmachen? Nö, okay. Das wäre jetzt auch zu krass gewesen, aber wie schön Hogwarts aussieht. Jetzt schon in dem Teil. Ich bin auch echt auf die nächsten Teile mal gespannt. Dum, dum, du, du, dum. Und sehen wir hier keine? Okay. Also wir müssen eigentlich zurück, glaube ich, dass wir zurück müssten, um den brennenden Busch zu finden. Aber hi Marcel, was geht? Drehtermin für Macht haben. Ja, die joggt. Nein, ich habe mal herausgefunden, was man hier noch alles so erkunden kann außerhalb von Hogwarts. Also nicht im Dingsbums da drin, sondern außerhalb, wo man hier alles rumlaufen kann.
Heiliger, und wie schön das auch eigentlich aussieht. Obwohl es PlayStation 2 ist. Irgendwie gefällt es mir. Und wir müssen aber auch irgendwie auf die andere Seite des Schlosses. Weil da irgendwo ein Busch brennt, den wir löschen müssen, um Feuersamen zu bekommen. Aber ich weiß halt nicht, wo die andere Seite des Schlosses ist, tatsächlich. I don't know. Hier sind schon mal Büsche. Aber die brennen nicht. Wir folgen mal dem Weg hier. Also für mich sieht das so aus, als ob der Weg zur anderen Seite des Schlosses führt, oder nicht? Keine Ahnung. Aber, Alter, also, als ob wir jetzt für die Feuersamen so weit laufen müssen. Hä? Okay, hier ist eh Feierabend. Hier kommen wir eh nie weiter. Wo ist dieser brennende Busch? Hagrid hat gesagt, er ist am anderen Ende des Schlosses. Aber sind wir da jetzt nicht? Ja, das hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn wir das aufkriegen würden. Boah, Junge, ey. Was ist das? Dann rennen wir einfach entspannt weiter. Und wir rennen, 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 immer weiter. Und wir rennen, rennen, rennen. Oh, da hinten leuchtet es. Wir sind richtig. Oh, wir sind tatsächlich richtig. Heilige Scheiße. Boah. Aber schau mal, für PlayStation 2 Verhältnisse, wie schön Hogwarts aussieht. Heilige Kacke. Oh, aber wir müssen irgendwie rein. Wir müssen nicht von hier dahin. Ich hoffe, es gibt hier noch einen Eingang irgendwo. Ja, sieht eigentlich gut aus, glaube ich. Oh, ich glaube, hier finden wir Feuersamen. Ja, du brennst. Cool. 1, 2, 3. Juhu. Wir haben alle Feuersamen. Geil. Und nu? Und nu? Geh in den Zaubertrankklassenraum. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie wieder gucken, dass wir reinkommen. Aber das sah doch stark nach irgendeinem Haupteingang hier aus. Wir gehen trotzdem hier lang. Weil wir hier bestimmt noch ein paar Truhen finden. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich weiß, aber Ron. Ich habe wirklich keine Lust auf Snape. Ich auch nicht. Kommen wir hier rein? Nö. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Aber okay. Aber genießen wir doch einfach noch die weitere herrliche Grafik von Hogwarts. Die Aussicht und der Style. Katze! Raffi? Was ist los? Und man erkennt sogar auch jetzt schon ab dem Teil Sachen von, wie es in echt aussieht. Also natürlich in echt, also in echt heißt natürlich, wie im Film aussieht. Hier nämlich diese Holzbrücke, ne, die kennt man. Und auch dieses komische Quadrat da, wenn man über die Holzbrücke rübergelaufen ist. Das kennt man auch aus dem Film. Natürlich hier das Feld mit den Felsen hier auch, wo es dann runter zu Hagrid geht, wo Draco einen aufs Maul bekommen hat von Hermine. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt zu den ersten beiden Teilen, wo man halt ja so gut wie gar nichts erkannt hat, wo nichts so aussah wie im Film, außer die große Halle maybe. Aber es wäre wunderbar, wenn Snape aber ja. Eine Abreibung verpassen würde. Jetzt sind wir aber auch lang genug gelaufen. Hermine müsste und Ron und Harry natürlich auch. Müssten echt eigentlich platt sein. Direkt schlafen legen. Eigentlich direkt den Tag beenden. Uiuiui. Und erstmal was trinken hier.
So, zu Snapes Unterricht ging es nochmal hier lang? Ja, ja, genau. Und dann gleich links. So müsste es sein. Bum, 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 bum. Hallo, geh mal aus dem Weg. Oha. Was passiert jetzt? Was ist hier los? Worüber freut ihr Gryffindors euch denn eigentlich so? Wir haben alles, was wir brauchen, aber ich habe wirklich keine Lust auf Snape. Ja, weiß nicht, worüber wir uns freuen. Wahrscheinlich über darüber, dass wir alles haben, was wir brauchen. We have what we need. Wir haben, was wir brauchen. Und mit diesen Zutaten stellen wir ein Spezialgegengift her. Spezialgegengift. Das zum Beispiel bei Doxybissen verwendet werden kann. Ich möchte euch bitten, für die nächste Stunde die folgenden Zaubertrankzutaten zu sammeln. Och nö. Seepferdchen, Doxy-Eier, geröstete Libellenkörper und Feenflügel. Natürlich. Wir brauchen diese Zutaten für den Unverwundbarkeitstrank. Ah ja. Ihr könnt gehen. Was ein Unterricht. Richtig krass. Jetzt gehen wir wieder mit noch mehr Aufgaben. Oh, ja, ja. Gehen die Kanalpunkte eigentlich wieder? Ich hab jetzt alte Runen. Geht ihr zu Zauberkünste, wir treffen uns dort. Was redet sie da? Geht gar nicht, ne? Mir gefällt's ja auch. Warum gehen die schon wieder nicht? Lass es. So komisch, ne? Warum geht es manchmal und manchmal geht es nicht? Warum ist das so? Warte mal. Keine Ahnung, warum das wieder nicht geht. Wir sollten in den zweiten Stock gehen. Naja, egal. Wir sollten in den zweiten Stock gehen. Okay, Ron. Oh, falsche Richtung, richtige Richtung. Falsche Richtung, richtige Richtung. Aber natürlich die richtige Richtung. Und dann gehen wir in den zweiten Stock. Warte mal, ich habe Speech falsch geschrieben, ich Vollidiot, ne? Einmal das nochmal ausprobieren. Speech wird natürlich so geschrieben, ich Volltrottel. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Ne, doch, mit E-E-C-H hatte ich doch gerade richtig. Ja, oh, dann klappt es anscheinend auch nicht. Naja, egal. Stream Elements schickt zwar seine komischen Nachrichten, aber irgendwie funktionieren die Kanalpunkte nicht. Hier schon wieder was raussammeln? Ja, ne? Immer ja damit. Wir sollten in den zweiten Hallo, aus dem Weg. Na, ey! Ich wollte mal sagen, willst du mich verarschen hier? So. Wir müssen in den zweiten Stock. Ja, Ron. Machen wir. Ich weiß gerade, ne, habe ich gesagt so, ja, erzähl doch mal ein bisschen, was können wir denn so tun? Gib mal Hinweise, jetzt gibt es Hinweise und ich dachte, so soll die Klappe halten. Ich bin auch nie zufrieden, ne? I know.
Geh mir aus dem Weg. Ich bin der große Harry Potter. Nein, ich will... Da. Oh, ein Trank. Und eine Barone. Ich bin gespannt, was Flitwick uns beibringen wird. Bestimmt gar nichts. Ey, lass mich vorbei. Wir kommen so spät wegen dir zum Unterricht. Das wollen wir nicht. Dim, dim, di, di, dim. Na. Geht das nicht? Dabei. So, ich wollte gerade sagen, warum zielt der manchmal genau das Visier der manchmal an und manchmal nicht? Ich bin gespannt, was uns beibringen wird. Gib mir die Bohnen. Jede Bohne ist wichtig. Dann umso schneller kommen wir an unser Ziel. Na gut. Oh, da ist eine Truhe. Die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aufmachen. Aufmachen. Prima. Prima. Das ist ja sehr schön. Warum wir unsere Zeit vergeuden? Das ist eine gute Frage. Ab rein. Lass mich vorbei.